Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Star Wars Empire at War, Thrawn's Revenge. Wir sind gerade immer noch dabei, unsere neue Bodenarmee zusammenzuziehen. Aber das wird sich gerade ein bisschen beschleunigen, würde ich sagen. Und diese Bodenstreitmacht wird ziemlich groß, das kann ich euch versprechen. Ich hatte gerade schon Sorge, dass wir wieder dieses Freezing-Problem haben, wie das letzte schon vor allem. Wie schon mal. Aber habe ich mir unnötigerweise Sorgen gemacht. Sternenzerstörer hier. Was haben wir hier? RX-7 ist ein Kommandotrupp des Imperiums der Hand. Alle Mitglieder sind Deserteure des galaktischen Imperiums. Der Anführer des Trupps ist Grappler. Die anderen haben die Codename Watchman, Shadow und Cloud. Ja, toll. Super. Könnt gleich mitkommen. Wir rücken vor. Man kann euch vielleicht gebrauchen. So. 84! Oh Gott. Ah, da sind noch welche. So, jetzt müsste ich aber fast alle haben. Hier oben noch irgendwo welche? Nö. Hier drüben? Nö. Aber hier sind drei Phalanx-Zerstörer. Die kann ich dort hinten jetzt dann... Unterwegs zu den What the fuck? Wie geht das? Moment mal. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. What the fuck? What the fuck? Was war das? Wir sind unterwegs. Okay, dann ziehen wir mal hier weiter zusammen und dann haben wir insgesamt eine Bodenarmee von 96 Kommandopunkt Stärke. Und ich würde sagen, wir werden dann gleich mal so eine riesige Bodenschlacht davon Commonor schlagen. Okay, ihr solltet dorthin. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Wie sieht es denn hier oben mit den großen Schlachtschiffen aus? Perfekt. Wir sind unterwegs. Bewegung. Oh doch, du kannst. Ich kann dich dort hoch verschieben. Diese Schlacht hier werden wir selbst schlagen. Okay, das sind jetzt schon mal 9. 9 Ascendancy-Sternzerstörer. Das ist schon mal eine ziemlich schlagkräftige Einheit Flotte, die ich jetzt nochmal verstärken werde. Ja, wie gesagt, es muss ständig produziert werden. Es darf keine Pause entstehen. Vor allem nicht über Psyker. Überrascht, Commander. Ich bin zurückgekehrt. Natürlich bin ich nicht so zurückgekehrt, wie ihr das jetzt vermuten mögt. Ich bin lediglich ein Klon von Großadmiral Thrawn. Ihr müsst schon sehr arrogant sein, wenn ihr glauben würdet, dass meine Fähigkeiten mich sogar vor dem Tod bewahren könnten. Ein Klon ist schon eine praktische Sache. Es ist noch viel vorzubereiten. Ich glaube, sie sollten jetzt gehen. Yay, endlich ist es soweit. Wir haben Thrawn wieder. Den guten Großadmiral Thrawn. Ja, danke. Du kannst jetzt abtreten. Husch. Danke. So. Hier haben wir jetzt Thrawns Klon, Flottencommander. Ein Klon, den Thrawn aus Voraussicht von sich selbst auf dem Planeten Nirauna erstellt hat. Der Klon wurde sogar von den höchstrangigen Offizieren der Hand geheim gehalten, bis er ausgereift war und die Kontrolle über das Imperium der Hand übernehmen konnte. Sein taktisches Genie stand dem von seiner Vorlage wahrscheinlich in nichts nach. Den werden wir jetzt gleich mal mitnehmen und dieser Flotte hier vorstellen. Ah, das tut gut, den Thrawn wieder in den Reihen zu haben. Weil das Imperium der Hand ist eine erschaffen worden von Thrawn.
Hallo? Spiel? Danke. Was mir jetzt allerdings nicht angezeigt wird, dass Thrawn der Flottenkommandant ist, finde ich, ist beschissen. Okay, jetzt aber erstmal hier die Bodenschlacht von Kamina. Vielleicht sollte ich meinem PC gleich mal eine Pause gönnen von diesem Spiel. Passiert immer wieder, dass er dann ein bisschen langsamer wird. Oh, diese Karte habe ich noch nie gespielt. Die sieht interessant aus. Commonor ist eine Koloniewelt und, eine berühmte Handelswelt. Sie wird als Verbindungswelt von wichtigen Kernwelten wie Kurt und Corellia und den abgelegenen Welten, abgelegeneren Welten betrachtet. Das wichtigste Exportgut ist der lokale Brandy. War klar, Alkohol ist immer so. Der Planet war der alten Republik und dem Imperium treu, bis er nach der Schlacht von Endor die Unabhängigkeit erklärte. Commonor selbst verhielt sich in den darauffolgenden Jahren relativ neutral, aber die neue Republik errichtete eine Ausbildungseinrichtung auf dem Mond Folor. Der Planet ist die Heimat des Rebellions- und Republikhelden Jan Dodona. Von dem habe ich zwar noch nie gehört, aber okay. Alter, Scheiße. Wählt eure Verstärkung. Dann holen wir mal diese Aurak 7 runter. Kenderus Panzer übernimmt die Vorhut. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. In Bereitschaft. Nein, sind sie nicht. Wir greifen an. Bodenziel erfasst. Bereit, Sir. Bereit für Befehle. Melde mich die Befehle. Erwarte Befehle. So, ihr könnt dort rüber gehen. Da die Zivilisten von hier kamen, sind das diese Gebäude hier. Wir müssen demnach vernichtet werden. Alter, das ist einfach ein AT-AT. Das ging gerade noch mal gut. Die Dinger sind ziemlich OP, muss ich sagen. Wählt eure Verstärkung. Wir haben einen Kampfpanzer, kein Ruderboot. Unterwegs mit maximaler Geschwindigkeit. Den maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Verstärkungsposition umkämpft. Schon unterwegs. Ich habe keinen Bock, jetzt eine komplette Heldeneinheit zu verlieren. Bereit, Sir. Bereit zu Befehlen. Feuer frei. Habe ich aber gerade. Information. Erwarte Befehle. Verstanden. Verstanden. Böse Gebäude. Ah, okay, deshalb kam dann AT-AT, weil dann eine AT-AT-Fabrik ist. Etwas langsamer, aber mehr Feuerkraft. Wie man gesehen hat. Roger bestätigt. Sofort. Wir greifen an. Bodenziel erfasst. Bereit zum Angriff.
Alter. Die Welt ist ja ein richtiger Bunker. Ich muss den Stromgenerator finden. Festung hier. Okay, vor dem nächsten Angriff muss ich wirklich abwarten. Erstmal rausfinden, wo überhaupt der Generator ist. Das Problem ist, ich sehe den jetzt so gar nicht. Schade. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder eine Heldeneinheit runter. Rufen. Damit ich da oben den Punkt erobern kann. Produktion gestoppt. Wobei ich mich frage, wie meine Leute dort hochkommen sollen. Ich fürchte, die kommen da gar nicht hoch. Erwarte Befehle. Schade. Ja, Sir. Na kommt schon, geh weg. Jawohl, Commander. Bereit. Verstanden. Habe verstanden. Melde mich wie befohlen. Unterwegs. Melde mich wie befohlen. Wir rücken in Bereitschaft. Vor. Bereit. So, als nächstes ist das da das Angriffsziel. So, okay. Jawohl, Commander. Schau dir das mal an. Bombardement. Haha, jetzt habe ich auch ein Bombardement. Nice. Okay. Jetzt erobern wir erstmal den Punkt. Na? Wir haben geht doch. Eine Landezone gesichert. Unterwegs zu diesen Koordinaten. Bewegungsbefehl bestätigt. Unterwegs. Maximale Einheit. Na super. Bereit zum Angriff. In Angriff. Bereit für Befehle. Roger, bestätigt. Information. Nein, du sollst schon dort bleiben. Wie OP dieses Ding einfach ist. Erwarte Befehle. Hab das Ziel erfasst. Eure Befehle, Sir. Los, weiter. Melde mich, wie befohlen. Hab verstanden. Hier entlang. Da drüben. Okay, wir fliegen jetzt erstmal hier oben lang. Wer weiß, was hier oben alles ist. Überhaupt irgendwas? Verstanden. Sieht eigentlich nicht so aus. Unterwegs. Hier oben ist einfach gar nichts. Ah doch, da ist was. Etwas, was man nicht braucht. Da drüben die feindlichen Gebäude. Ja, danke, Uhr. Das bedeutet, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin. Ciao.